Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei Dungeons 3, bei dem DLC Berühmte letzte Worte, wo wir jetzt das Dungeon oder wo wir jetzt unsere allgemeine Umgebung vom Dungeon durchforsten nach der Prüfung von Narathus. Zwischenzeitlich kamen zwei weitere von diesen Kerzen auf, ja, und die habe ich dann kurzerhand platt gemacht, dass jetzt nichts Wildes passiert. Mal sehen, wie es weitergehen wird. Ja. Ich buddel auf jeden Fall rum, das lohnt sich sowieso doppelt, weil es gibt ja hier irgendwo noch diese goldene Spitzhacke. Die würde ich ja schon ganz gerne haben. Ja, schauen wir mal in Ruhe nach. Ich meine, Zeit haben wir vermutlich. Gewaltiger Angriff auf den Dungeon in 3 Minuten, Bonusziel. Das magische Böse hatte in dieser Lootbox etwas Mana gefunden. Okay. Wir hatten also Mana in der Lootbox. Interessant. Naja, sie mussten dann natürlich dann sich auch an den sonstigen Kram, den es da so gibt im Internet, ein bisschen orientieren. Finde ich gut, dass sie sich dann quasi über die Lootboxen lächerlich machen. Die Entwickler haben so ziemlich den gleichen Humor, beziehungsweise auch die gleiche Ansicht, ein bisschen wie ich, auf diese Dinge, die manchmal auch ziemlich überflüssig sind. Sagen wir es mal so freundlich ausgedrückt. Ich weiß, vielleicht ist der ein oder andere Lootbox-Fan unter euch, aber es tut mir leid, ihr kauft Scheiße. Es ist nun mal so. So. Zahltag. So ganz ohne Helden erscheint mir das doch langweiliger als nötig. Glücklicherweise hatte dieser verschlagene Narathus ein paar Instant-Heldenbehausungen in der Tasche, die er plopp, plopp, plopp aufbauen ließ. Was soll denn der Unsinn mit Instant-Heldenhausungen? Willst du mich jetzt komplett veralbern? Oh, okay. Ist dann sowas wie Instant Magifix-Tüten oder derartiges, dass die Instant die gegnerische Basis da hast. Ja gut, ist ja nicht schlimm, dann haben wir was zu tun, während unsere Helferlein da am Buddeln sind. Zeit, den Müll rauszubringen. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, eine Minute zumindest. Vielleicht kommen wir ja hier ein bisschen weiter. Und wenn wir halt nur ein Portal davor aufbauen. Das untriebige Böse hatte ein Drachennest angegraben. Drachennest, da können wir doch mal hier so eine Tentakel entstehen lassen, die überhaupt nichts aushält. Tja, die Zauber sind ein bisschen für den Poppes. Na okay, viel schaffen werden wir jetzt hier dann doch nicht, ne? Dann müssen wir direkt wieder runter. Weil der Angriff kommt bald und wir müssen die Drachen jetzt beseitigen. Das ist zurzeit nicht möglich. Achso, es waren noch nicht alle. Naja, da, aber das sollte ja trotzdem reichen. Sollten, also einer der Orks ist schon auf Level 10, der gerade gestorben ist. Vielleicht kann ich ja nochmal das ein oder andere hier verbessern. Nee, das brauchen wir nicht. Machen wir hier mal manuelle Fallen. Ja, komm, hier Trainingsraum verbessern. Ja, viel konnten wir jetzt nicht machen. Uns fehlt jetzt doch die Bösartigkeit nach der ganzen Geschichte. Oh, was ist das? Schreiberling. Okay. Was zur Hölle? Oh. Tod allem Guten. Das wird jetzt, glaube ich, hier nicht mehr so gut klappen. Wir reißen sie von oben an. Wie ich mir das vorstelle. Vielleicht machen wir hier. Nein. Ach, Mister. Ach so, das passiert dann, wenn man das nicht rechtzeitig wegmacht. Scheiße, die sind aber auch ordentlich stark, ne?
Das Dungeon-Herz wird angegriffen. Ja, muss ich mich erstmal hier drum kümmern. Es tut mir leid. Eure Schnodderlinge haben eine goldene Spitzhacke ausgegraben. Ja. Eure Schnodderlinge haben diese goldene Spitzhacke ausgegraben? Oho. Gibt es dafür etwa versteckte Boni? Funktioniert das wie Lootboxen? Vermutlich nicht. Diese Jungs von Realmforge wissen nicht, wie man heutzutage Geld macht. Mhm. Thema Lootboxen. Sag mal, Leute, das ist aber jetzt doch ein bisschen heftiger, als ich dachte, ne? Aber gut, so habe ich mir das auch ein bisschen vorgestellt. Weil wir hatten schon Kreaturen auf Level 10 quasi. Das sollte ja so nicht sein. Komm, machen wir das erstmal hier fertig. Dann verteidigen wir unser Dungeon-Herz und dann geht's weiter. So, ich hätte auch die Falle auslösen können, egal. Ich stehe da eher auf automatische Fallen. Können wir vielleicht mal ein bisschen gegenhalten? Ja, ich habe es mir nämlich schon gedacht, da kommen sie nämlich schon. Da kommen sie angestinkert. Ja, da müssen wir auf jeden Fall mal ein bisschen aufrüsten. Das hier kann eigentlich weg, diese Falle ist total bescheuert. Ich mag die gar nicht. Den Heizer. Und dann brauchen wir noch Teerfallen. Dann brauchen wir auf jeden Fall hier noch Feuerfallen und eine Tresortüre. Wenn das dann soweit ist, ein alter Wachraum mit Helden wurde angegraben. Dann sind wir auf jeden Fall gut dabei. So, Schreiberling hier vorne. Ich mach die jetzt erstmal weg. Glaube ich, keine Ahnung. Vielleicht können wir hier nochmal ein bisschen gegenhalten, indem ich hier ein bisschen Mana verwende. Wenn das auch nicht so viel bringt, aber es hält die zumindest mal zeitweise auf. Dass wir uns um die anderen Sachen kümmern können. Ja, die meisten Helden sind aber zum Glück down. So, halten wir nochmal ein bisschen gegen. Ich glaube, ich muss jetzt mal meine Leute holen. So, wie sieht's hier aus? Da habe ich sie ein bisschen beschädigen können. Aber auch nicht so wirklich doll. Zwei sind weg. Zahltag. Talia und das lächerliche Böse hatten die erste der Prüfungen des die Prüfungen von Narratus überstanden. Doch schon die nächste Prüfung war auf dem Weg. Plötzlich schien ein Vergessenszauber auf dem vergesslichen Bösen zu liegen und es hatte keine Ahnung mehr, wie Fallen hergestellt werden. Du kennst diese Sachen doch aus dem Game Design Document, da wo die ganzen schlechten Ideen zusammengefasst sind. Oh. Tja, jetzt haben wir die vergessen, wie die Fallen gehen. Das ist schlecht, jetzt habe ich gerade noch so viel in die Fallen investiert. Sag mal, Freunde, ihr habt aber auch einen Arsch offen, ne? Ja, da muss ich erstmal in der Heldenallee hin. Ich weiß, das macht so keinen Sinn. Aber erst einmal die Schreiberlinge hier weg, ein nach dem anderen. Und wenn die jetzt hier weg sind, machen wir das nächste Lager platt. So. Es geht ja zumindest voran. So, können wir hier noch ein bisschen verbessern? Desto mehr wir da schon mal verbessern, umso besser für uns. Ich glaube, ich muss bald die Bibliothek erhöhen. Ja, mache ich dann, wenn das Maximum erreicht ist. Wir haben jetzt eh nicht genug Bösartigkeit. Sieh von oben an. Das wird jetzt ein bisschen dauern. Tja, wir können ja keine Fallen mehr bauen. Aber Türen. Können wir sie zumindest ein bisschen ausbremsen, ha? Ich komme wieder.
meine, wenn wir sie ein bisschen ausbremsen können an den jeweiligen Stellen, macht das ja auch schon mal viel aus. Ach nein, die haben es nicht geschafft. Also Harley hat es nicht geschafft. Na, da müssen wir das hier erstmal machen. Ach du Scheiße, jetzt hat sie ja den ganzen Raum verunstaltet dadurch. Ah, da ist die nächste Kerze. Ich habe da jetzt einfach keine Zeit für. Das ist nicht so gut hier. Talia wiederbeleben. Talia, du kannst es, glaube ich, doch alleine hier. Na, die haben es auch nicht geschafft. Ist doch nicht. Ich komme jetzt da gerade nicht so recht hinterher, das Ganze zu lösen. Ach genau, jetzt ist der Raum auch zunichte hier, ne? Das ist ja jetzt ein Mist hier. So, da müssen wir den sogar nochmal vergrößern, weil das ja auch nicht reichen wird. 3. So sollte das eigentlich reichen. Jetzt macht sie hier bitte Platz. Ach, die bekämpfen sich aber auch gegenseitig. Ja, umso besser für uns. Können wir eins nach dem anderen hier platt machen. Hoffe ich doch. So, dann kommt da eine Türe rein. Da sollte ja eigentlich schon eine Türe sein. Da habe ich auch schon Türen in Auftrag gegeben. Und hier vergrößern wir mal die Bibliothek, das Lektorium. So, und das machen wir da auch vollständig. Kerker hatte ich gar nicht, ne? Da hatte ich ja schon in der letzten Folge gefragt, haben wir eigentlich einen Kerker? Aber nein, haben wir gar nicht. Vielleicht mache ich hier mal einen Kerker hin. Sinn würde das schon machen. Dann Zugang, die Goldader ist weg. Egal, dann haben wir da eine zweite Schatzkammer. Aber mehr brauchen wir dann nicht an Schatzkammern. So fehlt denn da an der Ecke, keine Ahnung. So, da sind die Helden jetzt auch endlich mal beseitigt. Über mich. Ihr könnt euch jetzt mal ausruhen. Hier bauen wir... Ach komm, bauen wir einfach eine normale Tür hin, ist jetzt auch egal. Hauptsache, die Räume sind effektiv. Gut, vielleicht würde ich schon gerne nochmal... Ach nee, zwei Nagas haben wir schon. Puh, wen hole ich denn nochmal dazu? Gobobot und Imp. Ich denke, so sollte es reichen. Wir haben eine unendliche Goldquelle, wir haben auch bereits... In dieser wunderbaren Lootbox war etwas Gold für das goldige Böse zu finden. Zahltag. Ha, du erbärmliche Witzfigur hast keine Chance gegen mich. Das ist sicher etwas, was dieser Naratus sagen würde, wenn er einen eigenen Sprecher hätte. Wie sollte er einen eigenen Sprecher haben? Du hast ihn dir gerade selber ausgedacht und er steht in keinem Skript. Das glaubst du, aber gerade eben hat er mit seinem Vergessenszauber verhindert, dass Fallen im Dungeon hergestellt werden können. Das klaust du aus dem Game Design Document aus dem Kapitel Spaßbefreite Ideen. Tja, na und? Dieses Spiel ist so sehr ohne Konzept erstellt worden, da kommt es auf sowas auch nicht mehr an. Also das denkt natürlich Naratus, dieses mächtige Wesen. Und gut aussehend ist er übrigens auch. Sehr gut aussehend. Und er hat die Telefonnummer von Shania Twain. Aber genug davon. Versuche lieber weiterhin zu überleben. Wir lassen in der Zwischenzeit unsere Schnodderlinge mal den gesamten Dungeon auseinandernehmen.
Denn genau, falls hier sowas aufploppt, können wir dann direkt, hallo, handeln. Dann sollte das doch problemlos klappen. So, auch das ist futsch. Wunderbar. Tja, Fallen können wir eh nicht mehr herstellen. Vielleicht könnten wir noch die restlichen Türen irgendwie bewerkstelligen, aber... Echte, das Gute. Spinnen haben sich im Untergrund breit gemacht. Vielleicht können wir hier nochmal... Achso, da ist ja ein Dreifach-Mystifizierer weg. Gut, dass ich die gerade dahin geschmissen habe. Dann machen die direkt da die Kerze platt. Das war natürlich nicht geplant. So, jetzt kommen da noch schwierige Helden. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Ach, wieso kann ich das denn nicht nutzen? Versuche ich sie ein bisschen aufzuhalten, wenn es geht. Nicht da, bitte. Los, mach die kaputt. Sehr schön. So, das sollte uns doch gelingen. Oh, der Raum hier ist ein bisschen zu klein, ne? Da müssen wir nochmal einen zweiten Friedhof machen. Ein zweiter Friedhof muss her. Wo bauen wir den denn hin? Hier neben der Schatzkammer eventuell. So, doppelter Weg. Wer will Bier? Ich weiß es nicht. Irgendjemand wollte Bier haben. Wie können wir da jetzt... Für 42 können wir da lagern. Ja, umso besser. Ja komm, hier machen wir dann auch einen Durchgang. Dann machen wir dann, wenn wir es dann können, mal eine Türe dahin. Nochmal eine langanhaltende Goldquelle. In dieser Box fand das rennwütige Böse eine temporäre Bewegungsgeschwindigkeitsverstärkung für seine Kreaturen. Aha. Folterkammer, haben wir diese überhaupt? Ich bin die am Verbessern, aber wir haben nicht mal eine Folterkammer. Puh, wo planen wir die denn jetzt ein? Vielleicht neben Kerker? Die Halle der Qualen. So, zwei Zugänge. Müssen wir dann auch nochmal zumachen. Genau wie dort. Wieso kann ich da nichts hinbauen? Achso, uns fehlt das Gold, um das überhaupt machen zu können. Ja, wunderbar. Wer sind Feinde in eurem Dungeon? Dann foltern wir mal, haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Können wir doch mal wieder ausnutzen hier. Dass gefoltert wird. So, schaffen wir es vielleicht mal an die Oberfläche zu kommen. Wenn wir da vielleicht ein paar Helden beseitigen könnten, das wäre richtig gut. Vielleicht schaffen wir das ja mal, ein Lager zu vernichten. Ich glaube, so richtig vorgesehen war das in dieser Mission wahrscheinlich nicht, dass man hier noch einen Gegenangriff startet. Aber das ist mir egal. Das Böse ist unaufhaltbar. In dieser Lootbox fand das rennwütige Böse eine temporäre Bewegungsgeschwindigkeitsverstärkung für seine Kreatur. Aha, aha. Interessant. So, meine Freunde, ihr müsst jetzt mal langsam Gold ran schaffen. Ich meine, die sind jetzt hier auch überall am Wüten und so, aber... Ja,
so viel ist es nicht mehr, dann ist das eh komplett fertig. Okay, das ist jetzt ganz schlecht. Das dümmlicht reinblickende Böse hatten weiterhin die Prüfungen des Erzählers überstanden. Doch noch war nicht aller Tage Abend. Der diabolisch gerissene Narratus hatte dem verwirrten Bösen einen Vergessenstrank in seinen abendlichen Cocktail geschüttet. Dieser ließ jede Erinnerung an alle Zauber verschwinden. Ja, das ist doof. Gut, dass wir das Portal in die Mitte gemacht hatten. Da müssen wir jetzt nicht immer so weit latschen quasi. Kriegt es hin? Anscheinend nicht. Dann brauchen wir jetzt alle Leute. Wir können jetzt auch nicht mal unsere Leute verstärken. Das ist sehr schlecht. Ich würde da ganz gerne meine Schatzkammer haben wollen, dass, wenn sie da kloppen, wenigstens das Gold sofort wegbringen können. Erstmal schnell die Kerze wegmachen. Hä, das hat nicht geklappt. Das Dungeon-Herz wird angegriffen. Aber warum hat das denn jetzt nicht geklappt? Ach, egal. Müssen wir es halt so machen. Ein alter Wachraum mit Helden. Es wird schon irgendwie klappen. Angegraben. Ja, zwei Wachräume mit Helden. Was ist denn jetzt hier los? Oh, nervig. Müsste jetzt eigentlich nur noch 10er Kreaturen so in dem Dreh haben, ne? Boah, jetzt kommt da nochmal eine richtige Armee auf uns zu. Los, jetzt macht er endlich diese blöden Schreiberlinge hier platt. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Hopp, hopp, schnell. Der Raum ist ja auch schon richtig zunichte gemacht worden hier von uns, von den Gegnern. Na komm, es geht nicht anders. Ihr müsst jetzt hier den Dungeon verteidigen. Talia, schaffst du das denn vielleicht hier alleine? Machen wir das hier mal wieder zu und bauen den Raum, naja, würde ich sagen, bauen wir den Raum wieder aus, aber gleich sollte das mit dem Gold wieder kein Problem mehr sein. Dann haben unsere Schnodderlinge nicht mehr so viel zu tun. So, und das Ganze dann hier auch nochmal. Eine Schatzkammer. Oh nein. Guten. Das mit dem Zauber ist natürlich doof. Wir können jetzt keine dämonische Stärke und so mehr anwenden. Das hindert einem schon sehr. Euer Dungeon-Herz wird angegriffen. Was, wie? Von wo? Kam da ein einzelner Pfeil oder was auch immer durch? Verfügt über mich. Talia? Das hat sie noch hinbekommen. Sehr gut. Müssen wir das hier mal von hinten nach vorne machen. Okay, die kommen trotzdem dazu, die ganzen Helden. Schade. Na. Werdet ihr aber auch ganz schön... Wow. Das sind diese spontanen Portale, ne? Befehligt mich. Ihr müsst leider jetzt erstmal hier danach schauen. Gefangene werden aus eurem Dungeon befreit. Wohin? Sag mal, könnt ihr jetzt endlich mal gegen die Feinde vorgehen? Dankeschön. Nimm das. Lass doch unsere Folterobjekte in Ruhe.
Mein Ziel ist es zumindest jetzt gleich mal alles im Untergrund hier Platz zu haben, dass die von nirgendwo mehr spawnen können. Das wäre schon mal ein Riesenerfolg. Vielleicht kann Tali hier alleine mal irgendwie schon mal was ausrichten, während die anderen die Feinde aufhalten. Ich meine, die ist ja Level 11, da sollte ja mal ein bisschen was gebacken kriegen. Vielleicht haben wir jetzt auch mal wieder Gold, um jetzt den Raum hier zu machen. Wieso wird... Da kam wahrscheinlich wieder ein vereinzelter Fall durch. Ach, Leute, ihr nervt. Wirklich. Zahltag. Ohne Zauber. Meine Güte, ich erinnere mich noch an die ersten paar Level und wie langweilig die sich ohne Zauber gespielt haben. Tja, dieser Erzähler, also dieser Narratus hat's drauf, oder? Er und dieses Kapitel, schlechte Game-Design-Entscheidungen, die nie das Licht der Welt erblicken sollten. Aber ich bin sicher, du wirst das schon meistern, Talia. Oh, kommen da schon die ersten Gegner? Was? Haltet sie auf! Zerstückelt sie! Nehmt ihnen ihre Heldenausweise weg! Was ist denn jetzt hier schon wieder? Schon wieder so eine blöde Kerze, ich raste aus. Ist doch ein bisschen nervig, die Mission. Weil dieses permanente Hin und Her, das ist schon doof. Aber jetzt haben wir gleich zumindest endlich diese blöden Untergrundstützpunkte weg. Sicher zurückkehren würde, sollte es das nächste Mal besser auf sie aufpassen. So, eine Lootbox. In dieser wunderbaren Lootbox war etwas Gold für das Gold. Aber wir sind am Ende einer Folge, sehe ich gerade. Das ist schon wieder viel zu sehr Überlänge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und auch gerne ein Abo. Ich bin raus. Bis dahin in 2 Tagen. Tschüss.